Erneut spiele ich eure Level in Super Mario Maker. Wir beginnen heute mit Matthias und seinem Zeitröhren-Level Now, Past and Future. Die Vergangenheit unten, die Zukunft oben. Bin gespannt, wie viel Licht und Schatten heute auf uns wartet. Aus Österreich das Ganze. Hi, Knochentrocken, wie geht's? Was zum... Okay, nach unten ist Past. Die Eiszeit. Oh, wie niedlich. Wie soll man das sonst zeigen, oder? Moment, da war doch am Anfang... Warte. Das ist eigentlich clever gemacht, dass die Röhren... Die haben ja zwei Eingänge. So, und jetzt geht's in die Zukunft. Die Zukunft ist voll mit Blumen. Weil alles wieder überwachsen ist, oder was? Oder habe ich mich vertan? Weil eigentlich sehe ich das ja immer so, dass die Vergangenheit so vollgewuchert ist und die Zukunft voll mit, ja, Maschinen. Wie in Sonic CD einfach. Da kann man ja auch in dem Level in die Vergangenheit, oder in die Zukunft reisen. Nicht niedlich. So, wenn das hier... Na, jetzt macht Ding Dong. Gerafft habe ich allerdings noch nichts. Ich frage mich an der Stelle allerdings auch, wie er es gemacht hat, mit drei verschiedenen Zeitepochen, wenn man so möchte. Tschüss, Mann! Wenn man doch eh nur zweimal, also eine Röhre zweimal machen kann und sowas. Aha, Peace wird, ich glaube, ich brauche den. Ups, der ist wieder zurück. Ich weiß nicht, was da unten wartet. Auch hier gibt es ja zwei Eingänge. Warte, hier war ich doch. Hier reingehe. Eigentlich ganz nice gemacht. Sind wir wieder in der Eiszeit. Sagen wir es einfach so. Du, Kollege, kannst mal verschwinden. Und ich glaube, ich weiß, wofür... Ach, das ist das. Okay. Ich glaube, ich weiß, wofür ich den gebrauchen kann. Aber was befindet sich in dieser... Ja, in der Eiszeit ist hier noch alles zu. Nice. Weiter in die Vergangenheit geht es ja auch nicht. Okay, sind wir wieder in der Gegenwart. Müssen uns das holen, bis nach ganz rechts. Ja, ein bisschen Rätsel, ein bisschen Denken. Schön gemacht. Im Rahmen dessen, was man haben kann. Warte, ich nehme den mit. Aber ich muss erstmal den Bereich wegbomben. Bedingt. Bomben! Schon etwas besser. Ich überlasse aber nichts dem Zufall und sag Bomben. Bomben! Sehr gut. Kann ich den mitnehmen? In der einen Epoche gab es ja den Münzweg. Ist doch schön. So, oder? In die Zukunft. Zurück in die Zukunft! Ah, super Filmreihe. Und das war's. Ups, Alter. Was soll ich denn jetzt damit? Ich mache einfach mal die Biege. Das war mir nicht... Oh nein. Er rückt keinen Stern mehr raus. Unglaublich. Ja, das ist ein bisschen... Ich war einfach erschrocken, hallo? So, da bin ich wieder und jetzt wird aufgeräumt. Nehmt das! One-up satt. Oh, aber wir sind noch nicht am Ende. Es geht noch weiter, wie es scheint. Ich dachte, es wäre vorbei. Ist aber nicht so. Ein Propellerpilz. Kann ich damit meine Probleme lösen? Kann sein. Und ist auch so. Ups. Zu blöd, um das One-Up zu holen. Da hat definitiv jemand Spaß mit den Effekten. Aber die Idee ist wirklich gut. Genial. Was dabei gedacht. Auch nicht ohne Anspruch. Also ist auch was dabei. Ja, definitiv ein Stern. Hat mir sehr gut gefallen, Matthias. Danke dafür. Yay! Okay. Dann wollen wir mal weitersehen. Doch, doch. Wie hat euch der Level gefallen? Schreibt's euch in die Kommentare. Na denn. Als nächstes hätten wir im Angebot... Run, Mario, run. Von Blay Madden. Ha, Kollege Madden. Na dann.
Oh je, ein Rennlevel. Aber 5% Abschlussrate, das sollte doch... Das klingt nicht unmöglich, ja. Klingt zwar noch ziemlich wenig, aber die Rate ist halt auch immer, ne? Ich renne, ich renne, ich renne. Ah! Okay. Wall Jump. Ich muss erstmal gucken, was hier verlangt ist. Die Münzen helfen mir definitiv. Mhm. Immer her mit den guten Sachen. Bonks. Bonks. Ups. Kleiner Walljump, was jetzt? Das ist nicht so schwierig. Man kann aber drauf gehen. Man kann drauf gehen. Bislang First Try. Mancher hat ja was von einem Scrolling-Level. So ein kleines bisschen. Nö, nö, ist schon. Ah! Oh, 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 oh. Nicht übel. Ich weiß auch nie, was unter mir auf mich wartet. Das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit, aber sonst. Jetzt bekomme ich auch mal ein Power-Up, ja? Danke. Aber das muss man auch behalten. Was, wenn nicht? Oh. Nicht perfekt. Aber first try. Danke, Madden. Nee, was ist, wenn man das One-Up nicht bekommt? Ach, das One-Up sei schon der Power-Pilz, den Super-Pilz. Wird da irgendwo respawnt? Irgendeine Röhre? Ich hab's nicht gesehen. Trotzdem ein Stern. I like that. Und Mad-tastig, auf jeden Fall. Mad-tastig. Ich gebe mal die dritte Level-ID für heute ein. Und es ist Trakel mit Peach 2, der Adventure of Mario 1.0. Keiner hat's geschafft. Von 40 Versuchen Peach 2, der Adventure of Mario. What? Wir probieren's. Mal gucken, was das ist. Der Adventure of Mario. Das klingt ein bisschen nach Adventure of Link. Ach so, Zelda 2 ist Adventure of... Verstehe. Hat ein bisschen gedauert. Ja, hallo. Ach so, das ist... Ah, das ist designt wie... Ich kenn's doch. Wie Zelda 2, dieser Tempel. Da muss man hier den Schlüssel holen. Warum jetzt allerdings... Ich muss auf den P-Switch noch draufspringen. Das ist ein bisschen... Wie wird das angestellt? Prallt er ab an der Wand? Super. Ah, lästige Gegner. Hm, gut. Danke dafür. Das Spiel hätte man nicht nachbauen müssen. Ich weiß, wie schlimm es ist. Hey, hier geht's rein. Aber ich kenne es nicht auswendig. Also ich habe keine Ahnung, was an der und der Stelle irgendwie wartet. Auch clever gemacht. Sieht. Ich habe mich gerade gewundert wegen der Münze, ne? Oh Gott, bin ich hier richtig? Braucht man noch irgendwie einen Schlüssel oder was? Wäre nur geil, wenn man Peach am Ende noch einprogrammieren könnte, dass sie kommt so. Ah, danke, Mario. Alter, ein Hammerbruder in der Lucky Two-Wolke. Aber wie mache ich das? So vielleicht. Sehr gut. Kannst du das mal kurz erledigen für mich? Thank you, man. Oh, oh. So, den bekomme ich als Helm. Moment, ich bekomme den nicht neu, solange der da ist. Das könnte zu einem Problem werden, hoffentlich. Okay. Jetzt brauchen wir jetzt den Helm, aber ich kenne Zelda 2 nicht so auswendig. Da unten will ich schon mal nicht lang. Ich würde ihn auf jeden Fall um jeden Preis behalten. NES-Spiele unter sich, würde ich sagen. Jetzt gucke ich mal, was hier rechts ist. Ah, komm schon. Mhm. Okay, da unten war schon das Ziel. Immerhin. Was? Okay, lol. Ach, das war dieser verdammte Aufzug. Ah! Verdammte Aufzug. Diese Aufzüge da. Da werden Erinnerungen wach. Kommt da was raus? Ja. Kamek! Was zum... Kann ich... Ah, so geht das. Ja. Reicht's? Geht das? Anscheinend. Tschüss, Mann.
Frage ist nur, ob ich hier richtig bin. Bin ich hier richtig? Zelda 2? Peach 2, The Adventure of Mario? Uiuiui. Keine Ahnung. Kann sein. Nein, nein, nein. Nimm ihn nicht weg. Einteilen. Wenn hier ein Bowserchen kommt, das ist kein so schlechtes Zeichen. Was zum Bomben? Arg. Was zum... Wie denn? Oh, ist das lästig. Erstmal würde ich Bowser in die Pfanne hauen. Schön auf die Flammen achten. Braucht er 3 Treffer oder wie sieht's aus? Oh, so viele wie Feuerbälle. Das wäre echt viel, wenn ich das so sagen darf. Da macht man doch über kurz oder lang einen Fehler. Na gut, ich nehme das Risiko in Kauf. Ich will den unbedingt in die Pfanne hauen. Ich dachte schon, er geht down. Falsch gedacht. Geht eigentlich mit genug Konzentration? Vermutlich hat es irgendwo auch eine Feuerblume gegeben. Der geht down. Aber es sind einige Treffer, die er braucht dafür. Jemand mit der Feuerblume draufhämmert. Konzentration. Nicht nur Konzentrationssache. Aber es geht so lang. Kann man schon mal ein Fehlerchen machen? Boah, komm doch. Nicht so nah, Junge. Jetzt haben wir da hinten einen Koopa, den darf ich nicht vergessen. Boah, ey! Ich sag nur Super Mario Bros. X. Das eine Level. Aber es ist ja echt gut gemacht, das hier. Weiß nicht, ob man den so erledigen soll, aber ich erledige ihn jetzt so. Ein Problem weniger. Pff, ist klar. Von hinten. So, Mario Brothers 3 Musik. Nee, Mario Brothers 1. Also, das Arcade. So, wenn es jetzt nicht bald wird. Ich habe natürlich nicht mitgezählt. Oh. Aber es behagt mir nicht. Ah, da ist er weg. Aber ich kann... Hoffentlich bleibt er weg. Bomben. Warte mal, die Pilze. Ganz schnell die Pilze holen. Die Bomben sind auch normal, also gut. Lass die hinspazieren. Vermutlich hätten die Bowser auch schneller gekillt. Was ist... Wie soll ich denn... Hä? Soll ich das denn machen? Feuer du mal deine Bomben ab. 1, 2, 3. Und dass die schon mal ein bisschen weiter laufen. Bevor auch Koopas kommen können. Sehr gut. So in etwa. Meinetwegen. So. Ne, da ist ein kleiner Fehler drin, finde ich. Also das mit den Koopas missfällt. Ach, hier liegt die gute... Das war das Triforce. Und da liegt doch Zelda am Ende von... Ne, am Anfang von Zelda 2 liegt sie da. Das Level ist auf jeden Fall erste Sahne. Ich habe noch nicht mal jeden Weg genommen mit den Aufzügen. Aber nette Ideen mit dabei. Der Stern ist wohl verdient. Trakel. Wie soll ich dich nennen? Schreib's in die Kommis. Danke für das nice Stück hier. Erste Sahne. Kann der nächste Level mithalten? Das vierte Level heute ist... Röhre für Röhre. Alter, ich schwöre. Luki! Okay, der erste Level heute war ja auch schon ein ziemlicher Röhrenlevel. Aber mal gucken, ob das was taugt hier. Hätte ich vielleicht nicht am Anfang sofort alle einsammeln sollen? Na gut. Ich guck mal, ob da unten irgendwas ist noch. Nö! Gehen in der Abgrund. Da! Ja. Das war jetzt Fail meinerseits. Verstehe. Ja. Mal sehen, wo das hinführt. Ah, das ist eine Röhre, aber da unten ging es weiter. Ich gucke erstmal hier, wenn ich schon mal da bin. Achtung.
Ach, das sind nicht die, die runterfallen. Okay. Ah! Machte mir Angst. Ich muss den hier aber einsetzen. Ich kann den ja nicht mitnehmen. Ja, latscht halt über den P-Switch. Ist kein Problem. Oh, den wollte ich auch nicht. Egal. Ist auch nur ein einzelner P-Switch hier. Am besten immer eine Röhre machen. Damit man sich sicher sein kann, dass das, wenn was verbraten wurde... Was soll ich hier? Kann ich hier rein? Ah, okay. Dann, okay. Und ich kann da rein. Ich habe einen P-Switch. Das ist gut, ne? Ist das schön? Alter, wer war das denn? Hat sich angehört nach Bowser Jr. Tschüss. Bisschen hart gewesen. Okay, weiter. Ah, warum ist hier Bowser Jr.? Und da ist das Ziel. Keine Ahnung. Ganz nett. Es hat, glaube ich, ein System, das ich nicht gecheckt und nicht geblickt habe. Ich habe den P-Switch mitgenommen, weil... Warum nicht? Na denn. Das war Luki mit Röhre für Röhre. 7% Abschlussrate sprechen für sich. Okay. Level Nummer 5. Volle Hand. Und der Level ist von Gingo. Multipath Castle, try 'em all. Also ein Schloss mit vielen, vielen Wegen. Abschlussrate von 2,8%. Das ist normal, würde ich sagen. So traurig es klingt, das ist normal. Okay. Awesome Level. Aha. Ja, ich werde alle Wege versuchen von Gingos Levelchen. Also hier stehen alle auf Goombas, verstehe ich schon. Leider gibt es ja immer nur 4 Türpaare, aber vielleicht... Geil. Also es sind ja keine Goombas, es sind ja Galumbas. Ah! Nein! Ich wusste, der kriegt mich. Aber... War das so gedacht? Super nice. Tja, Gingo, kannst mal sehen. Das sind die anderen Wege wahrscheinlich. Geht's vielleicht noch in eine Röhre? Anscheinend. Die Röhre hat wieder einen anderen Weg. Aber da muss ich den Level ja 4-mal durchspielen. Wie übel, wie übel. Ja. Na gut. Wir wollen mal nicht so sein. Das ist der Wolkenweg. Die Idee ist super. Ups. Mein Skill geht so. Na, warte. Die Idee... Ah, schneller. Man muss schnell sein. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Ein Schwein sein. Checkpoints wären es gewesen, ne? Jetzt nehmen wir erstmal Bomben. Oh nein. Tu mir das nicht an. Also es kann eigentlich nur 8 Wege geben. Ähnlich wie bei Mario World im letzten Level, nicht wahr? Ich feuer dich schon mal da rein. Ah, der bringt jetzt nichts. Hm. Was zum... Der ist voll gerutscht. Zum Teufel. Okay. Epsa. Oh, es ist lästig. Kommen die dann von oben? Die respawnen relativ so gar nicht so. Ja. Warte mal, wie denn? Die zu holen jedes Mal. Ist echt nervig. Echt nervig, die zu holen. Ich bin gekommen, dich zu holen. Das ist ja auch echt schwer abtimen, wann die explodieren. Meine Güte. Kündigen sich nicht so wirklich an. Okay, besser, besser, besser. Was? Don't make a bullshit with me. Ah, okay, ich warte jetzt lieber mal kurz. Und das Abenteuer geht weiter. Jetzt sind sie schon jetzt voll aggro drauf. Muss ich also beeilen bei den Kollegen.
Oder sie nerven einfach nur. Oh. Ah, nee. Alter. Verstehe. Falsche Richtung. Ah! Angst. Ja, ja, nee, man muss die viel schneller nehmen. Okay, super. Also den Bombenweg auch geschafft. Ist doch was. 8 Wege gibt's insgesamt. Das ist eine tolle Idee, wenn man ein Level gestalten kann. Ohne Scheiß. Ich muss mich nochmal an den Wolken probieren. Ich will jeden Weg schaffen. Okay, egal. Als kleiner Wario. Genau. Als kleiner Wario wird man ja nicht so schnell getroffen, weil da die Hitbox einfach kleiner. Man muss aber richtig schnell sein. Man darf ja gar nicht von der Tube runtergehen. Respekt. P-Switch? Warum? Was ist los mit euch? Was geht denn hier für eine Party ab? Wozu der P-Switch? Also ich gestatte mir einfach mal, Bowser Jr. zu verprügeln. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wozu der P-Switch? Ich hab's so hinbekommen. Hui. Level geschafft. Auf das Finale. Ich denke mal, ich werde dann immer den Level neu starten. Ah, wenn es schon so ein Level ist, dann machen wir es auch. Auch. Das mit den Bomben war nervig. Muss ich mal so sagen. War ziemlich zum Na, aber gut. Wenn wir gut sind, machen wir pro Durchlauf 2. Und danach kommt noch ein Level, keine Angst. Also ich habe mich festgelegt auf... Oh je, wie klar. Festgelegt auf... Also 6 Level pro eure Level-Part. Ja. Ich habe ja gesagt 10, aber es war ja immer Überlänge, deswegen... Deswegen halt nicht. Muss ich die alle finden, oder was? Oder reichen 2? Nee. Einer muss noch ran. Oh, jetzt ist übel nervig so. Okay. Hier drin? In den Dingern? Oh, lass mal... Wiggler. Okay, noch einer. Wiggler ist insofern nervig. Es kann ruckzuck in die Hose gehen. Ich glaube, das reicht dann auch bald. Ja, das reicht. 3 braucht ihr. Weiß nicht, ob in den anderen vielleicht noch was drin ist. Das macht es schwieriger, hier abzuspringen. Moment! Okay, warte. Yes! Okay. Weg Nummer 3. Quasi auch gebacken gekriegt. Nein, P-Switch. Oh, komm schon. P-Switch. Ah, behalten. Und am Ende einen Parcours machen. Und ihr seid gar nicht nervig, ne? Ihr blauen Spiny-Tops. Hier schon? Nee, hier passt. Und bestimmt schnell sein, wie Sau. Verstehe. Du Schande. Was ist denn da mit dem Ding los gewesen? Alles klar, auch das hätten wir. Ach, man bekommt jedes Mal ein anderes Power-Up im Endbosskampf. Lustig. Okay, juckt mich nicht. Das haben wir eh geschafft. Und jetzt gehen wir mal den weiteren Weg. Dann haben wir hier vorne nur noch 1. Das sind die Buhus. Leider ist kein leichtes dabei, fürchte ich. Weil... genau. Bei Mario World waren leichte dabei. Das ist das Schlimmste. Wisst ihr warum? Das ist nämlich random, wo die auftauchen irgendwie. Aber ich glaube, das war's schon. Insofern ist es fast schon wieder das Leichteste, weil es nicht lang geht. Okay.
Das waren die Buhus. Knochenbahn. Nein! Zurück! Okay. Knochenbahn. Ach, das war das letzte? Ach, ich dachte, es wären 8 Wege. Es sind nur 7. Was eine ungerade Zahl. Sipsisse. Ach, ja. Toll. Superklasse, mega geil. Ah, ich hab keinen Spin-Jump. Ey, im New Super Mario Bros. U-Style hätte ich es geschafft. Gehen wir es gerade nochmal. Die Geister kriegt man am ehesten hin. Gerade mit Power-Up. Wenn du weißt, wo du hin musst, geht's. Ist ja eh vieles dem Zufall überlassen hier. Ja. Kann da nicht viel machen. Aber die Idee ist gut. Da habe ich richtig Bock, was Ähnliches zu machen. Man wird auch noch angeteasert mit welchen Gegnern und so. Weiß zu gefallen. Was meint ihr? Spielt ruhig sein Level. Der Gingo. Okay. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Jetzt cruist die da so rum, ne? Ganz genau. Ups. Und schwupps. Okay. Runde 2. Ja, das ist doch fies. Aber ich glaube, das wär's. Ich hab's geschafft. Habt ihr's gerafft? Ich hab's geschafft. Ich will ja nichts sagen, aber ob das so gedacht war. Okay, cool. Nee. Da nochmal ein fettes Lob. Ich hoffe, Gingo schaut doch zu. Kriegt einen Stern. Nee, hat einen Stern. Hat sogar schon einen. Ich hab's ja schon mal durchgespielt. Mit euch. Nicht, dass da Irritationen auftreten. Gut, einer geht noch. Einer geht noch rein. Level-ID, die gebe ich jetzt ein. Oh yeah. Hier hätten wir The Mega Fortress von Moido. Aus Spanien. Ich habe die Level-ID auf jeden Fall aus meinen Kommentaren entnommen. Habe ich Fans aus Spanien oder wie ist es? Okay, wollen wir doch. Das war von Erfolg geprägt. Den Helm hätte ich mir ja nehmen können. Chonk. Ups. Gut, ich habe die Chance, es nochmal besser zu machen. Ja. Und groß, den spare ich mir einfach. Sieht die Sache schon ein bisschen besser aus. Was? Schande. Da unten sind ziemlich viele Gegner gewesen. Ich bin manchmal ein Fehler. Fehler sind menschlich. Gucken wir, ob er da irgendwie hinkommen kann. Es ist doch mies. Kann sich da kaum hinretten. Ich geh mal in die Röhre. Mal sehen, was es bringt. Oh! Hier reinzugehen lohnt sich definitiv. Alter, was ein... bisschen schlecht durchdachte für meine Begriffe, weil... ihr seht selbst, ne? Noch irgendwas außer die beiden? Alter, da war eine fette Pflanze. Die kam nicht raus. Welcher Weg darf es sein? Die goldene Mitte? Oh, Try and Error. Danke, toll. Nee, ich will jetzt nicht, wenn es ein Abonnent ist, vor allen Dingen, irgendwie lästern. Aber ich bin in der Situation einfach ein bisschen nicht so excited gewesen jetzt gerade, nein. So, ich glaube, so habe ich dann mehr davon. Das geht eh nicht. Okay, der letzte Weg. Power-Ups vielleicht? Nee, da kommen nur böse Sachen. Die das Leben nicht schöner machen. Was denn? Was? Braucht man da noch ein Power-Up oder was wollen die mir damit sagen? Brauchst noch einen Helm? Ganz genau. Jetzt nervt doch mal nicht.
Aber man kann den Helm ja kaum behalten, wisst ihr? Kann man nicht. Ich nehme hier gerne einen neuen. Ich achte mal, wie die Feuerwalzen waren. Es gibt noch so einen Erholungsraum. Ich muss mir das einprägen. Irgendwo gibt es noch eine Röhre. Man hat den direkt verloren. Das ist aber nicht die Röhre. Nicht die Röhre. Augen offen halten. Alles zielsuchende Spacken. Ja, toll. Ich renne mal schnell, aber das geht eh nicht. Doch, es geht. Lol. So eine böse Flamme. Ich gehe halt oben lang, aber ich nehme Acht auf die Flamme. Das könnte die... Alter, da kommt eine angewetzt. Das ist auch die... Mit der Feuerblume kann ich dem Hammerbruder zeigen, was eine Hake ist. Schnell, die Dings kommt. Der Feuerbruder sollte eigentlich gar nicht hier sein. Der springt halt nur runter, weil die immer so gerne runterspringen. Timing günstig. So. Tür. Springen die Türen. Noch mehr Effekte vielleicht. Also ich weiß, was die Türen bringen. Die untere bringt mich wahrscheinlich zur oberen. Sehr überraschend. Ah. Ich bin geschützt. Schutz ist alles, Freunde. Epsa. Nice one. Ein böser Burschi. Er lässt mich auch nicht vorbei. Ich werde dich besiegen. Hält er mehr aus, weil er groß ist? Das weiß ich gar nicht. Kann es mir vorstellen. Aber wenn da eh ein Feuerblumenröhrchen ist, deswegen... Gute Nacht. Ja. Der Level ist gut. Es gibt definitiv viel mehr Trash, aber es sind viele unfaire Stellen dabei und man wird ab und zu ein bisschen ratlos gelassen. Ich gebe jetzt mal, weil ich freundlich bin, einen Stern, aber wir haben schon Besseres gesehen. Kann man ausbauen, sagen wir es so, sagen wir es so. Okay, es gibt schon bald den nächsten Part mit euren Leveln. Ich hoffe, euch hat es gefallen und deswegen ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao.